planen und gestalten, Innovation ausprobieren in ganz vielen Fachdisziplinen. Das ist das, was Telewerk ausmacht. Wie Handwerk und Wissenschaft Hand in Hand arbeiten. Und das ist in der heutigen Zeit wichtig. Dass Forschung eine Verbindung zum Mittelstand bekommen kann und eine Verbindung zum Wohle von Bürgern bekommen kann. Wo viele Ideen aus unterschiedlichsten Bereichen drinstecken und unterschiedlichste Partner. Von außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, Hochschule, Stadt, Macher. Hier ist alles in Holz gebaut, bis auf die Bodenplatte. Holzbau ist eine der großen Alternativen, um im Bausektor CO2 einzusparen bzw. sogar zu kompensieren. Die Photovoltaik ist in die Holzstruktur integriert und das Ganze ist miteinander vernetzt, sodass man also die teuren Anlagentechnik, Speichertechnik und so weiter gemeinsam nutzen kann und damit eine sehr hohe Versorgungssicherheit garantiert. Die Freude pur, wenn man dann sagt, ah, wow, jetzt steht es da, da sind Sensoren drin, da wird gemessen, gearbeitet, da gibt es Technologien in der Bodenplatte, dieser Haufen Technologie drin. Und das ist spannend für uns. Die Daten, die wir hier sammeln, sind Energiemanagement-Daten. Hier steckt das Fraunhofer-Know-how drin über innovative Technologien. Die müssen geschützt werden, so wie unsere persönlichen Daten übrigens auch. Wir stehen als Hochschule mit weiter mit unseren Studienangeboten in allgemeine und digitale Forensik und Cybersecurity natürlich dafür, dass die nächste Generation, die das umsetzen kann, von uns kommt. Regional Ideen haben, die überregional wirken können. Und das wird hier auf jeden Fall so sein. Eine Themenvielfalt, die natürlich in ihrer Wirkung extrem überregional ist. Also beim Reallabor geht es immer darum, was können wir verbessern? Und die soziale Arbeit ist dabei, weil wir vielleicht auch rauskriegen sollen, wollen das die Menschen überhaupt, was wir für sie planen, was die Technologien möglich machen? Planen und gestalten, Innovation ausprobieren in ganz vielen Fachdisziplinen. Das ist das, was Telewerk ausmacht.